Ich bin der Staud Hans, bin wohnhaft in Dauer, gar nicht weit weg von da, am Romediusweg, und bin einer von den freiwilligen Betreuern, die da in der Romediuskirche tätig sind. Die Romediuskirche ist 1778 in der Form errichtet worden und 1804 geweiht worden. Die Romediuskirche ist auch bekannt für ihre Krippen. Wir haben eine wunderschöne alte Weihnachtskrippe aus Mitte dem 18. Jahrhundert. Wir haben auch eine Fastenkrippe, und so hat sich also die Romediuskirche auch zu einem Besuchermagnet für das Krippeli-Schauen dargestellt. Ja, im Zwei-Jahres-Rhythmus abwechselnd wird also die Weihnachtskrippe aufgestellt, einmal am Hochaltar, eine riesengroße Krippe, die den ganzen Altarraum ausfüllt, also eine sehr alte barocke Krippe, und abwechselnd auch die kleine Krippe, die erst jetzt seit neueren Datums ist, als 2010 von Erich Steinlechner hergestellt, Kulisse von Erich Steinlechner, der Krippenunterbau von Erich Steinlechner. Und die Figuren, die wir da sehen, stammen aus Gröden von der Firma Demetz, also sogenannte Heidefiguren. Und was vielleicht das Besondere an den Schafen ist, also diese Rolle ist also eine echte Schafrolle. Aber wenn diese Krippe dann zu Lichtmess abgebaut wird, wird also seitlich in der Kirche die große Fastenkrippe aufgebaut, die all Jahr aufgebaut wird und auch wunderschöne Darstellungen vom Leiden Christi hat.